erster Teil dieses Videos. Ich fahre jetzt zu Möbeln Bahnwart hier nach Kloster. Da kriege ich kein Geld für, dass ich das sage. Schön wär's. Jemals kriege ich da Kartons umsonst. Heute mache ich zum Verschicken. Mich hat gerade ausnahmsweise mal einer angerufen. Erste Mal diese Woche. Dass ich eine Entrümpelung machen soll. So, ich bin wieder zurück vom Bahnhof. Wie ich euch im letzten Video erzählt habe, was ich da gestern für mich abgedreht habe, meine Auftragslage diese Woche ist recht bescheiden. Ja, gestern war Ausbildungsstart, hätte ich mal lieber mich um eine Ausbildungsstelle beworben. Nee, kommen wir bessere Zeiten, das ist eben so. Ist scheiß Wetter, haben die Leute Lust, keine Lust, Schrott rauszustellen oder Schrott rauszusuchen. Oder halt Müll zu, also den Keller zu entrümpeln, keine Ahnung was. Mir ist ja egal, wie man Geld verdient, Hauptsache ich verdiene es. Er hat da vorhin einen angerufen aus Wippen und ich soll da hier ihm Sachen abholen. Da wäre wohl viel Müll und sie hat kein Auto und sie wäre froh, wenn das weg ist. Geld sei auch nicht so wichtig. Ja gut, dann kann ich auch ein bisschen was auf der Rechnung draufschreiben. Ob die wohl eine Halle für mich frei hätten, das wäre ja ideal. Ich weiß gar nicht, was die mal machen. Also früher gehörte diese Halle zu dem Laden rechts. Das war früher eine Raiffeisenbank, so ein, ja, nehmen wir es mal Bauernmarkt. Baumarkt, sagen wir mal, mit Viehfutter dabei. Viehfutterhandel. Ja. Schöne Grüße an alle Leute, die hier auch im Ort wohnen. Rechts war mal früher eine ganze, wo jetzt hier das Haus steht, das war früher mal, da stand hier mal eine Kneipe. So, ich bin mal wieder hier auf der Strecke nach Wittmann unterwegs. Wir fahren jetzt erstmal zur GLS-Station, das ist rein zufällig der gleiche Laden, wo ich meinen Anhänger stehen habe. Ich habe ein Paket, einen Zettel im Briefkasten gefunden, dass ich am 20.07. ein Paket bekommen habe. Ich habe aber nichts bestellt und das, was ich bestellt habe, habe ich schon bekommen. Da war meine Akkuflex und hier meine Trennscheiben, die großen Trennscheiben. Habt ihr im Video gesehen. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch bekommen habe und ich soll dann halt da zur Industriestraße und da hier gucken. Jetzt weiß ich wieder, das sind meine Aldi-Akkus. Ich habe Glück mit Aldi-Akkus. Ich muss die ständig umtauschen. Kriege ich auch immer neue. Aber ist trotzdem scheiße irgendwie. So, mal wieder hier im Musikerviertel von Wittmund. Aber ich habe keinen Anhänger dabei, von daher ist es auch nicht so schlimm. Ich bringe jetzt erstmal die Kartons hin und übermorgen für mich werde ich dann hier Müll abholen. So, da sitze ich wieder jetzt in meinem Auto. Ja, für euch mal eben zur Verständigung. Es ist jetzt ungefähr 3 Stunden. Nach der letzten Aufnahme. Ich war bei der Dame, zu der Dame hingefahren. Die hatte sich dann halt sehr über die Kartons gefreut, hat mir freiwillig, ich wollte gar nichts mehr haben, die hat mir 20 Euro in die Hand gedrückt. Da habe ich ihr eine Quittung geschrieben. Ja. Bin dann wieder losgefahren, wollte gerade vom Parkplatz runter, rief sie an. Ich habe da noch was für sie. Bin ich ausgestiegen, kam die Frau an und drückt mir nochmal 20 Euro in die Hand. Habe ich so noch nie erlebt. Wahrscheinlich werde ich das auch nie wieder erleben. Ich wollte gar nichts mehr haben, weil ich ja froh war, diesen Auftrag zu haben. Weil ich diese Woche noch, glaube ich, 25 Euro eingenommen habe. Es ist Mittwochnachmittag. Ja, ich habe Montag einmal eine Ladung Schrott weggebracht. Gestern habe ich wirklich nur im Büro gesessen und habe Werbung gemacht und mir Werbestrategien überlegt. Weil wie heißt es immer so schön, wer nicht wirbt, der stirbt. Ja. Nun geht's, habe ich dann aber auch etliche Kunden. Ich fahre jetzt einmal hier in Wittmann, habe ich einen. Ich bin nämlich auch noch die ganze Zeit gestern und heute an der Flyer verteilen gewesen. Gestern habe ich ja gesehen, habt ihr ja gesehen. Ja, nun geht erstmal zum Schützenplatz. Das ist da, wo ich meine Kamera freiwillig mitgenommen habe, weil ich Angst hatte, die im Auto liegen zu lassen. So, ich bin jetzt auf dem Weg zum Schützenplatz. Es regnet immer noch wie Sau. Das ist ein ätzendes Wetter. Es war heute noch nicht trocken. Meine ganze Jacke ist nass. Jetzt ich wieder schön mit meiner Bundeswehrjacke. Hier in. Naja, egal. Ich meine, der Kerl, wo ich jetzt hinfahre, der Stammkunde auf der Tankstelle, wo meine Mutter arbeitet. Meine Mutter kennt ihn ganz gut. Darum hole ich da mal ab. Ich dachte, der Hund läuft da frei rum hier vor das Auto. So, ich bin erstmal wieder in der Heimat. Fahre ich da in die Straße runter, wo ich heute Morgen schon mal lang gefahren bin. Nur hab ich rechts abbiegen auf Klosterstraße. Vorhin noch einer angeschrieben, der, ich weiß gar nicht, woher ich. Der kennt, ja, den kenne ich mein ganzes Leben lang. Wir haben früher nebeneinander gewohnt. Ja, und dann hat er mich bei Facebook angeschrieben. Er hat mich dann bei Facebook angeschrieben, hat gefragt, ob ich da einen Schrott da haben will. Ich sage, jo, kein Problem, hole ich dir ab.
Hier war ich heute Morgen auch erst, oder Vormittag. So, da war ich dann mal gerade im Nachbarort. Da gehört das auch noch zum Heimatort, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls, die beiden waren froh, ich meine, die kennen mich ja nur aus 120 Jahren. Der Vater kennt mich seit 26 Jahren, drei Vierteljahren. Und der Sohn sowieso, ja, knapp kürzer. Ich weiß, also, weil der Sohn, wir wohnen irgendwie Luftlinie 50 Meter auseinander. Und wir haben früher mal als Kinder zusammen gespielt. Und der Sohn von dem, wo ich jetzt heute gerade abgeholt habe, der ist früher mal nackig auf dem Go-Kart nackig gefahren. Also, vor 20 Jahren ging das noch. Und das Bild, ich habe es heute noch vor Augen. Ich weiß auch genau, wo das ist. Wo ich dieses Bild aufgeschnappt habe, was in meinem Kopf ist. Das ist schräg gegenüber von Heiles Grundstück. Na egal, ich fahre jetzt jedenfalls nach Neustadt-Gödens. Da war ich ja schon zweimal mit euch, in zwei Videos, glaube ich. Ich habe, als ich da neulich Müll abgeholt habe, da habe ich den noch was anderes nicht mitbekommen und das hole ich da jetzt ab. Ja, anschließend mache ich dann meinen Anhänger leer und dann geht es noch einmal nach Jever und hole da noch einen Häcksler ab. Fällt mir gerade noch was ein. Spontane Planänderung. Wir fahren nicht nach Schulden, nicht nach hier Neustadt-Gödens, was ich gerade gesagt habe, wir fahren nach Sillenstede. Da hatte mich einer angerufen, da sollte ich, habe ich ja letztes Video habe ich das gesagt, da sollte ich eine Tischkreissäge abholen. Das machen wir jetzt. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn ich Sillenstede und hier Dingenskirchen ja alles auf einen Schlag abholen könnte, aber schaffe ich zeitlich nicht mehr und platzmäßig am Anhänger wahrscheinlich auch nicht. Von daher müssen wir uns mal umdeichseln. So, dann fahren wir jetzt bei diesem wunderbaren Wetter nach Sillenstede. Habe ich einmal Flyer verteilt, daher hatte, denke ich mal, meine Nummer. Ja, weil ich einmal falsch abgebogen bin und auf einmal landete ich in Sillenstede. So, ich hatte noch ein bisschen Zeit übrig. Sagen wir mal, die Mülldeponie hatte Mittagspause und ich war noch zu früh, um meine Mutter abzuholen. Da habe ich in Sillenstede ein paar Flyer verteilt. Ja, wie immer, der große Erfolg blieb natürlich aus, aber passt schon. So, da sind wir hier in Schortens unterwegs. Wie gesagt, ich muss nach Sillenstede. Ich wäre jetzt eigentlich einen anderen Weg oder irgendwie anders gefahren. Aber dann fahren wir jetzt halt eben so. Ich habe Heizung an. Ganz kuschelig hier drin. Ich habe gar keine Lust, wieder auszusteigen. Da steht noch ein schöner F-Astra, sogar als Viertürer. Ist auch recht selten noch. Ein schönes Auto. Ja, jetzt fahren wir hier. Moorhauser Weg heißt es hier, glaube ich. Schöne Gegend eigentlich. Ich will mal wissen, wo es dahin geht. Ich war da noch nie. Hier war ich schon mal mit Harry vor 2 Jahren, da weiß ich noch. Hier waren wir beim Bundeswehrsoldaten. Da haben wir dreimal eigentlich. Beim ersten Mal anschauen, beim zweiten Mal haben wir was mitgenommen. Dann waren wir beim dritten Mal dahin, weil wir nicht alles mitbekommen haben. Auf Anton-Rehling-Straße. Weil wir nicht alles mitbekommen haben. Und deswegen, und dann hatte der Kerl das selber schon weggeschmissen. Da war so ein schöner Werkstattwagen, bei den ich gerne gehabt hätte. So, waren wir wieder schön da so in Sillenstede. Ich wollte da erst gar nicht hinfahren, weil sich das eigentlich gar nicht gelohnt hat. Aber ich dachte, der Kerl hat sich auf meine Anzeige hören lassen und dann musste halt mal Gnade vor Recht verwalten lassen, denke ich mal. Das Coole war, da kamen noch zwei Nachbarn an, die hatten auch noch was. Morgen muss ich nochmal hin, weil ich da nicht alles überhaupt drauf bekommen hatte. Ich habe jetzt keine Lust, den Anhänger wieder umzuladen. Ja, dann habe ich gleich noch eine Station in Jever und einmal noch in Nennendorf wahrscheinlich. So, ich befinde mich jetzt wieder auf dem Heimweg. Ja, dann Jever habe ich nicht mehr gefilmt, ich hatte keine Lust mehr. Wir haben es jetzt schon nach 5:30. Ich habe die Schnauze voll, ich bin heute Mittag durch den Regen gelatscht. Bin immer noch nass, das Regen hat den ganzen Tag geregnet, es war einfach nur Scheiße. Ja. Ja, ich habe heute noch einen Hochdruckreiniger bekommen, der soll noch funktionieren. Sogar eine vernünftige von Kränzle. Da muss ich mal gucken, ob der soll brummen, aber er soll noch funktionieren. Da muss ich mich mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Ja, der Rasenmäher, den ihr neulich im Video gesehen habt, da ist mir jetzt auch die Zündkerze abgebrochen, der geht auch so in Schrott. Foto vergessen, scheiße. Ja. Was soll ich noch sagen? Morgen geht es dann erstmal wieder nochmal nach Sillenstede, wo ich heute schon mal war. Und dann fahren wir ja auch wirklich nach Neustadt-Gödens. Dann haben wir noch einen in Schortens. Ja, nun müsste es auch für morgen gewesen sein. Für euch gleich im Video. So, für mich ist jetzt der nächste Tag. Ich fahre wieder nach Wittmund hin. Ja, weil ich einen Termin in Nennendorf habe, es liegt Richtung Karolinsiel, also Richtung Norden hin. Dann werde ich dieses Mal wirklich nach Neustadt-Gödens fahren. Und anschließend nach Sillenstede und dann nach Schortens. Ja, und dann ist es schon der Mittag. Ich bin jetzt hier auf dem Weg.
Weg nach Nennendorf. Ich denke mal, das ist kein großes Gewicht, was ich da einsammeln werde, aber es ist auch nur eine kurze Strecke. Von daher nehme ich das mal mit und die Dame hatte sich auf meinen Flyer gemeldet. Von daher muss man das mal machen. Ja, aus Friesland, kurz nach 9:30. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Sillenstedt. Ich war gerade noch bei meinem bekannten Elektro Joe. Wieder die gestern die Hochdruckreiniger eingesammelt. Nach 600 Metern nach links abbiegen, um auf Rispel zu bleiben. Ich hatte gestern hier Hochdruckreiniger eingesammelt, der funktioniert wohl, war ein teurer von Kränzle, den habe ich ihm dann gegeben. Weil ich hatte sowieso noch eine Frage zu meinem Anhänger, weil der knallt beim Bremsen und da ist wohl irgendwie ein Dämpfer kaputt. Er hat den noch nachgefettet, aber. Nach links abbiegen, um auf Rispel zu bleiben. Das hat es denn auch nicht gebracht. Es war besser geworden, aber noch nicht gut. So, ich stehe jetzt hier mal wieder meiner Lieblingsampel. Mittlerweile funktioniert die wieder ordnungsgemäß. Navi schickt mich nach links, ich fahre aber geradeaus, so wie gestern. Ich weiß nicht, ob es länger oder kürzer ist, aber egal. Vor ungefähr 2 Wochen, lass es 1,5 Wochen her sein, bin ich hier auch mal lang gefahren. Da stand das große graue Gebäude hier noch nicht. Ich habe mich gestern erschrocken, als ich vorbeifahre, dass ich einmal diese, ja, wie nennt man das denn, ovalförmige. Straßenverlauf von Bahnhofstraße 1 Kilometer folgen. Das sind da dieses ovalförmige Gebäude stand. Ich habe mich total erschrocken, weil ich fahre hier fast jeden Tag lang. Und auf einmal steht ein neues Gebäude. Ja, auch heute Vormittag habe ich es wieder nicht nach Deutschland-Gürtens geschafft. Erstmal ist mein Anhänger zu voll. Da war ich gerade noch in Sande. Habe mich mit dem Kerl noch ein bisschen unterhalten. Ja, du hast gerade wieder gerechnet. Eigentlich wollte ich noch ein paar Rohre auseinanderschneiden, aber vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Was wir heute Abend dann machen, weiß ich noch nicht, aber gleich im Video mal schauen. So, kurz vor meinem Geburtstag werde ich meinen Vaters Weihnachtsgeschenk des letzten Jahres mal benutzen. Nach über 4 Jahren Dienst sind meine Arbeitsschuhe kaputt. Ist ja wirklich richtig Risse drin. Ne? Den Dinger habe ich meine Schweißerprüfung gemacht, habe früher im Metallbau gearbeitet. Nun gehen die in Rente. Ich finde die Schuhe so gut, ich habe mir die gleich nochmal bestellt. Wirklich klasse Schuhe, die haben über 4 Jahre bei mir gehalten und die jeden Tag an. Darum findet ihr die unten in der Videobeschreibung. Wenn die Schuhe reden können, ich will gar nicht wissen, wo ich damit überall schon war. Ich meine, ich trage die auch zum Einkaufen, weil ich da einfach super gut drin laufen kann. Also, das sind die besten Schuhe, die ich im Leben hatte. Ja, ich war wirklich über 4 Jahre alt. Habe ich mit lackiert, geschweißt, ich habe damit meine Schweißerprüfung gemacht. Noch im Metallbau gearbeitet. Immer wenn ich mit Harry jetzt unterwegs war, hatte ich die an. Hier, wenn ich hier gedreht habe, hatte ich die immer an. Also. Und jetzt als Selbstständiger hatte ich die auch mal ganz. Meine ganze Selbstständigkeit hatte ich diese Schuhe an. Muss ich wirklich sagen. Also ich lüge das nicht, das ist wirklich wahr. Nur sehen die jetzt mittlerweile so scheiße aus, das sieht auch für Kunden ein bisschen blöd aus. Und darum habe ich mal meine neuen Schuhe hier eingeweiht. Sitzen wirklich super. So, da bin ich mal wieder zu sehen. Ziemlich häufig schon in diesen Videos. Gestern beim Schneiden aufgefallen. Jedenfalls, ich hatte erwähnt, dass ich beim Bekannten war, Elektro Joe, den habe ich mir Hochdruckreiniger gegeben. Ja, und ich hatte schon, der kennt sich auch mit Anhängern gut aus. Ich meine, dass er früher in einer Anhängerfirma gearbeitet hat. Jedenfalls hatte ich halt mal bemängelt, dass mein Anhänger beim Auflaufen ruckelt. Auch ganz heftig ruckelt. Wenn ich bremse, ist es so, als wenn einer mit Bagger den Anhänger noch hinterher zieht. So. Da ist wohl die Auflaufeinrichtung oder Auflaufdämpfer kaputt. Ja, kann aber auch sein, dass das am Bremsverschleiß liegt, so hat er mir das gesagt. Das kann auch sein, weil die Bremsen ziemlich scheiße sind. Ich weiß, dass ich die Handbremse komplett nach hinten ziehen muss, bis der Wagen halt erstmal bremst. Da habe ich auch nie Gedanken darüber gemacht. Ich meine, TÜV hat er ja noch bis nächstes Jahr, Juli glaube ich, oder sowas ähnliches. Ja, dann hätte ich dann vielleicht zum TÜV nächstes Jahr mal dran gedacht. Ja, nur so, ich kann ihn so nicht fahren, ich kriege immer Schläge in den Nacken. Das ist scheiße. Ja, bloß der Elektro-Jo will das nicht unbedingt machen, weil der, ja, wir bremsen und der schrecklich. Ja, es ist ja blöd einzustellen und ja, da kann ich wirklich Lust zu. Ich kann es leider selber nicht. Und da habe ich gerade meinen Bekannten noch angerufen, der ist Kfz-Meister, der auch damals hier den Wagen, die Heckklappe da ausgetauscht hat. Ja, der ist auch noch nicht ins Telefon gegangen. Ich weiß nur, dass ich Montag auf jeden Fall den Wagen brauche. Heute ist Freitag. Ja, meine, wenn keiner Dienst darin werft, gehen, ist mir egal. So, ich sitze mal wieder im Auto. Ich habe gerade beim Kfz-Meister des Vertrauens angerufen. Er will sich das mal angucken.
machen wir das eben einfach. So, jetzt stehe ich hier mal draußen. Ich stehe jetzt hier kurz vor Grappamöns. Ich weiß noch Sandel, keine Ahnung, wie das hier heißt. Ich fahre hier ja nur jeden Tag gefühlt durch. Da steht mein Gespann. Mein zu kleiner Saphira, aber immerhin hält der jetzt seit 5000 Kilometern bei mir durch. Also ich habe 5000 Kilometer mit dem dicken Anhänger hinten dran bei mir absolviert und keinerlei Schäden. Also ich habe da nichts dran zu bemängeln, außer dass der erste Gang halt ziemlich schwer reingeht. Da muss man mit dem ersten, zweiten schalten, vom zweiten wieder den ersten, wenn man anfährt. Aber das geht soweit alles ganz gut. Ne? Bislang habe ich da keine weiteren Probleme mit. Ich könnte jetzt natürlich das ganze Getriebe zerlegen, neues Öl reinmachen, das ist viel zu aufwendig. Ja. Solange es noch irgendwie so geht, bleibt er halt so. Der fährt gut, verbraucht wenig. Bin wirklich froh, den zu haben. Wäre natürlich schön, wenn er ein bisschen größer wäre, aber das Leben ist eben kein Wunschkonzert. Wenn ich mir überlege, was Sprinter kosten und was die, wie die rosten, und hey, bin ich ganz froh, den zu haben. Ja, das ist der Anhänger. Den haben wir hier gestern nochmal abgefettet, oder Jochen hat das gemacht. Ja, aber es funktioniert hier irgendwas nicht. Ich kann das jetzt bloß nicht zeigen. Aber ihr müsst mir glauben, dass wenn ich hier bremse, dass er beim Auflaufen hier hin und her schlackert. Darum muss der dann halt mal in die Reparatur. Die Werkstatt wäre jetzt auch geprahlt. Ich werde das natürlich versteuern. Das ist alles. Ich mache hier keine Schwarzarbeiten und so weiter. Ne? Also ich habe, wenn ich so einen Bekannten habe, der 50 Jahre Kfz-Erfahrung hat, was soll ich das in der Werkstatt machen lassen? Ich habe selber mal Berufsfachschule für Kfz-Technik besucht. Ich sagte, da saßen Leute rum, die würde ich nie an irgendwie ein Fahrzeug von mir lassen. Nicht mal mein Fahrrad. Solche Dussel. Ich meine, ich kann ja viel. Kann ja Unintelligenz nicht sonderlich gut ab. Bloß die wollten dann Kfz-Mechaniker werden und hatten keinerlei Ahnung von irgendwelchen Werkzeugen. Ich meine, ich bin ja schon kein Handwerker, aber die wollten eine Lehre als Kfz-Mechaniker machen, weil Mechatroniker heißt es ja heute. Ja. Und die wussten nicht, für was ein Hammer ist, oder nahmen dann halt einen falschen Hammer und Maulschlüssel, gar kein Gefühl für Größen. Da wollte einer einen Fahrradreifen abbauen, nimmt man eigentlich einen 15er Schlüssel für. Und der nahm dann 32er oder was, wo man eine Gasflasche mit anschrauben kann. Nee. Also, da habe ich viele Idioten in meiner schulischen Karriere kennengelernt. Ich weiß gar nicht, wie ich das 16 Jahre lang in der Schule ausgehalten habe. Ich würde es heute nicht mehr machen. So. Ich latsche hier mal ein bisschen rum. Hey, heute ist schönes Wetter. Ich latsche hier mit einer Arbeitshose rum. Muss ich auch noch wieder nähen lassen, muss ich meiner Tante Bescheid sagen. Ah. Nee. Aber schön hier. Ich bin jetzt gerade ganz umsonst. Ich dachte, ich könnte hier noch zwei Aufträge in je verreisen, aber das hat sich nicht ergeben. Bin ich ganz umsonst hierher gefahren. Beziehungsweise nur, um meinen Anhänger leer zu machen. Aber schön hier. Ich wusste nicht, dass das hier so aussieht. Und damit der Sprit halt nicht komplett verschwendet war, machen wir noch hier einen kleinen Spaziergang zusammen. Ich, dass die hier solche Steine haben, wo die Nachbarschaften oder die Nachbarorte draufstehen. Hochsiel, das ist, da waren wir auch schon mal zusammen. Das ist jetzt nicht im Wangerland, ist hier aber auch nicht so weit von entfernt. Ein bisschen umständlich zu fahren, vielleicht aber noch ganz in der Nähe. Minsen. Ich hatte früher mal einen Wohnwagen als Kind zum Spielen. Der kam aus Minsen. Ich kannte den Ort bis dato gar nicht. Minsen reimt sich auf Linsen und die bringen das Arsch auch zum Grinsen. Wangerooge ist eine Insel. Roman der Naturführer. Ich habe leider so zwischendurch keine Kirche mehr auftreiben können, wo wir hingehen können, darum machen wir das jetzt so. Irgendwie wird das Video schon voll. Ich komme leider nicht dazu, irgendwelche anderen Videos zu drehen, weil ich die ganze Zeit irgendwie arbeiten muss. Und grillen würde ich auch ganz gerne mal wieder, bloß dafür was für scheißiges Wetter. Das habt ihr aber auch in den letzten Videos gesehen. Gut, das ist jetzt eine Zeitblase von ungefähr 40 Minuten, vier Wochen. Heute ist natürlich schönes Wetter, aber meine Mutter hat Feierabend frei. Da kann ich nicht grillen in Ruhe und filmen vor allem. Ich bin also ein Mensch unglaublich multitaskingfähig. Ja. Wofür soll ich dieses Mahnmal? Ich fahre da jeden Tag vorbei fast. Ich weiß aber nicht wofür. Gestern wieder zu viel gesoffen. Ja, das ist jedenfalls ein großes Kreuz. Hat das auch wieder was mit dem Dritten Reich zu tun? Ich weiß es nicht. Hier steht auch keine Tafel oder sowas. Hier geht dann dieser Weiterweg weiter. Wa-
Wanderweg. Ist hier schon mal einer lang gelaufen? Die letzten 10 Jahre. Puh. Natürlich ein schöner Platz für den Outdoor-Sex. Hätte man mir jetzt diese Bilder eingespielt, die ich hier für euch mache, ich hätte nicht gewusst, dass das hier der Ort ist, wo ich fast jeden Tag dran vorbeifahre. Da hat einer eine Bank gebaut. Ist doch nicht schlecht, das ist leider verrottet, alles morsch. Na, ich bin so nicht kaputt getreten. Ja, ich war noch weit in Ostfriesland. Hier ist ein Brombeerstrauch. So sehen Brombeeren aus. Aber sie sind natürlich noch nicht reif. Müssten aber eigentlich reif sein. Oder? Ich kenne mich da auch nicht mehr aus. Der Sascha hat sich jedenfalls über das Fanpaket gefreut. Er hat sich über die Cap und die Tassen und die Sticker sehr, sehr, sehr gefreut. Jetzt ist es wieder windig und kalt. Und hier bin ich gleich auf der Straße. Hier in der Nähe ist ein Wasserwerk. Auch interessant gemacht. Denken die Leute, ich wäre hier zu pissen hingegangen. War ich noch gar nicht. Hier sind wir mal wieder zurück. Wir können auch da zurück zum Auto laufen, aber hier war. Auf der Hauptstraße ist mir das ein bisschen zu riskant. Oh ja. Aber meine neuen Schuhe, die machen sich wirklich super. Da kann man wirklich bestens drin laufen. Also ich trage die wirklich auch zum Einkaufen und keine Ahnung was. Also eigentlich trage ich nur am Samstag, wenn ich mit meinem Vater Dart spiele, andere Schuhe als diese hier. Ich weiß nicht, ob ihr den Kanal Outdoor mit Sebastian kennt. Ich habe den früher mal geguckt, jetzt komme ich da auch nicht mehr zu. Dessen Kanal dreht sich darum, in der Natur wandern zu gehen und Extremmärsche zu machen. Das müsste ich mal mit diesen Schuhen hier ausprobieren. Also ich habe da einfach keine Lust zu. Hey, ich wollte das schon mal machen. Eigentlich mag ich wohl spazieren gehen. Aber ich sage, vom Spazieren gehen lassen sich Rechnungen auch nicht bezahlen. Das ist immer das Blöde. Heute habe ich sowieso mal nichts anderes zu tun, dann kann ich immer ein bisschen rumlatschen. Und dann nehme ich ein bisschen mit, dann kriege ich ein bisschen Geld. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich mal öfter solche, ja, abseits des Autos von Ostfriesland was zeigen soll. Und vor allem was und wann und wo. Ja, ich würde gerne mehr solche Ostfriesland doch richtige Dokumentationen machen. Bloß, das nützt nichts, wenn ihr euch das nicht anguckt. Ich meine, ich muss ja meine Rechnung auch bezahlen. Ich kann nicht einfach mal 2-3 Tage irgendwo durch die Gegend latschen und Fotos machen und filmen. Und den ganzen Scheiß auch noch zusammenschneiden, da habe ich nämlich nie Lust zu. Aber das könnte man mal machen. Ich habe eine neue Kamera, wie ich gerade schon erzählt. Ja, habe ich euch gar nicht erzählt, habe ich Sascha bei Sprachnotiz erzählt. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Dann werde ich mal ein bisschen das Meer filmen. Meine Mutter wollte sowieso mal wieder ans Meer. Und dann kann ich da ein bisschen, kann sie entspannen und ich ein bisschen Geld verdienen. Für alle Leute, die sich nicht so mit Landwirtschaft auskennen, das hier ist Mais, wo wir gerade drauf zulaufen. Ne, das sind Maispflanzen. So sieht Mais aus. Ne, ich habe ja keine Vegetarier bei mir in der Community, glaube ich zumindest nicht. Also das sind die Pflanzen, wo euer Mais, diese gelben, penisförmigen Dinger dran gewachsen sind. Hier sind sie noch nicht gewachsen, aber das kommt noch. In Ostfriesland wird viel Mais angebaut, weil man halt viel Geld mit verdienen kann, und mehr als mit Weizen und keine Ahnung was. Die muss dann aus Russland importiert werden. Schön unnachhaltig, unnötig teuer. Aber wir können es nicht ändern. So, ich laufe jetzt zu meinem Auto zurück. An Hochsiel vorbei. Und dann mache ich noch ein paar Fotos für Instagram. Ich weiß immer nie, was ich da posten soll. Jetzt laufen wir gerade hier an St. Waden vorbei, sind von Wilhelmshaven. Oder gehört zu Wilhelmshaven sogar. Shortens kennen wir ja nun alle ganz gut. Da fahren wir jeden Tag lang. Sillenstede, Sande, Jever, das kennen wir ja auch. Sande ja auch.
Das hier ist ein Trinkwasserschutzgebiet. Das weiß ich, weil es hier auf diesem Schild steht. Da darf ich nicht hinlaufen. Aber ich wollte es mal eben in die Kamera halten. Ich weiß, das wird ein tolles Video und schön langweilig, aber was soll ich machen? Für mich ist ja heute Freitag, der 3.8. oder 4.8. müsste es sogar schon sein. Das ist also jetzt hier richtig schön aus Friesland pur. Hier war ein Acker. Ja, ich habe nächste Woche bislang nur einen Termin. Das ist einmal die Hausauflösung, bevor ich anfangs dieses Videos oder Ende letzten Videos gesprochen habe. Das hat aber mit euch nichts zu tun, weil ich kann da ja nicht filmen. Ich denke mal, die Frau ist auch ein ehemaliger Messi und ja, da will ich dann nicht mit der Kamera rumtanzen, das gehört sie nicht. Das ist ein bisschen sehr intim, finde ich. Aber sehr nett, die Frau. War auch ein bisschen emotional angeschlagen, nennen wir es einfach mal. Hier war die ganze Situation, glaube ich, so ein bisschen unangenehm. Aber die war froh, mich zu haben. Ja, was steht hier denn da drauf? Klevans Sandel. Man nahm euch Leben und Heimat, unsere Liebe bleibt. Das hat dieses Denkmal da hinten doch irgendwas mit NS zu tun. Weil was ganz Neues. Das ist ja noch eine schöne Bank. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand hier hinsetzt, aber egal. So, was ich noch nicht erzählt habe, glaube ich, vielleicht habe ich es mal im anderen alten Video angerissen, ich weiß es nicht. Ich sitze jetzt gerade auf dem Parkplatz. Ich will meinen Anhänger restaurieren, beziehungsweise ich muss es. Nicht nur, weil hier die Auflaufeinrichtung kaputt ist. Nein, das habe ich nichts mit zu tun. Ich hatte schon vorher mal überlegt, dass ich den Wagen streichen will. Das angelaufene Alu, das sieht ja wirklich ätzend aus und irgendwie ist das ja auch mein Firmenfahrzeug und dann klebt da noch Werbung vom alten Bauunternehmen drauf. Das sieht natürlich auch scheiße aus. Darum würde ich den ganzen Anhänger mal neu machen. Außerdem ist da hinten ein Stück Rahmen durchgerostet, das muss ich dann noch umschweißen und dann schweiße ich das erstmal durch, dann grundiere ich den Wagen, das ist ja Alu, das muss ja alles grundiert werden. Ne, kostet Schweinegeld, aber ich habe wirklich hier Brantokrux, 3 Dosen Spezialhaftgrund bestellt und hier Brantokrux, 3x schwarze Farbe. Schwarze Farbe kommt übrigens noch an. Also das kostet nur die Farbe schon alleine knapp 200 Euro. 2 Tage Arbeit muss ich da auch reinstecken, weil die olle Grundierung ja noch trocknen muss. Und dann muss ich halt nochmal streichen, weil das ganze Gestreiche dauert nicht so lange. Aber alle blöde Anschleifen jeweils, das kostet halt Geld. Und Zeit vorher. Zeit ist Geld. Ja. Aber das werden wir mal machen. Wahrscheinlich ist das Video schon zu diesem Zeitpunkt auf meinem Kanal online. Ich weiß es aber noch nicht, wie ich dazu komme. So, wir sitzen mal wieder im Auto. Ich war gerade beim Max Street Shop. Das war auch das einzige Positive am Wochenende. Ja, für mich ist heute Sonntag logischerweise. Freitag habe ich dann den Rest für euch von diesem Video gedreht. Also den letzten Teil zumindest. Ich habe gestern Morgen meinen Anhänger beim Kfz-Meister des Vertrauens abgeholt. Und er guckte sich das Ding mal genauer an und er sagte mir, ja, guck dir mal die Bremsen an. Die ganzen Spritzwasserschütze, alles verrostet. Achsen krumm und dann halt noch das Heckblech kaputt. Der hat auch nur gesagt, wenn du das alles reparieren lassen würdest, dann würde schwarz schon locker 1000 Euro kosten. Darum werde ich mir jetzt einen neuen Anhänger kaufen müssen. Gut, dass ich mir noch für 200 Euro Farbe gekauft habe, um diesen Anhänger zu streichen. Dann waren die 200 Euro auch noch am Arsch. Und wir werden noch 3000 Euro rausrücken für einen neuen Anhänger. Toll. Die Schnauze voll, muss ich ehrlich sagen. Jedenfalls, danke, dass ihr zugeschaut habt. Schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir unterwegs sind. Ja. Danke fürs Zuschauen, guckt unten in die Videobeschreibung und gerne Like und Abo da lassen. Tschüss.